Wir haben am Wochenende schon einiges überlegt, was denn in unseren Augen sinnvoll wäre. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, dass wir neben dem, das, was bisher die Piloten, dass sie fragen, was ja der Bundesminister schon angeordnet hat, dass gefragt wird, ist jemand an Bord mit irgendeiner Symptomatik? Das macht sicherlich Sinn, klar. Aber auch die Frage, hatte jemand Kontakt in die Region Wuhan, weil das eben in unseren Augen sicherlich die Frage der Verhältnismäßigkeit ist, ob man jetzt den kompletten, alle Personen aus China kommend sozusagen mit einer Maßnahme überzieht oder ob man sagt, man fragt gezielt danach nach Symptomatik oder Kontakten Richtung Wuhan, um eben so denjenigen dann auch etwas genauer anzuschauen, eine Probe zu nehmen, soweit vielleicht bis das Probenergebnis da ist, zu isolieren oder auch längere Zeit zu isolieren. Das sind Dinge, die eben gerade von uns auch in die Diskussion gebracht wurden. Gestern wurde da auch bei der Lagebesprechung vom Robert-Koch-Institut darüber diskutiert. Es gab heute auch nochmal Telefonschaltkonferenz mit den internationalen Flughäfen. Also das ist gerade wirklich sehr, sehr intensiv diskutiert bis zur europäischen Ebene, wo eben auch hier nochmal überlegt wird, was kann Europa da vielleicht auch eine gemeinsame Haltung vertreten. Aber für uns wäre es wichtig, wir müssen ja immer überlegen, welche Maßnahmen hätten gegriffen, um die erste Person, also den Indexfall, unsere Chinesin sozusagen, die hier eingereist ist oder dann auch wieder eben ausgereist, wie hätten wir, mit welcher Maßnahme hätten wir sie ihren Fall sozusagen greifen können. Weil ich meine, wir haben ja das konkrete Beispiel. Also das ist keine statische Zahl, überhaupt nicht so dynamisch. Also das ist völlig dynamisch. Jetzt der Patient gestern Abend erhöht die Zahl wieder oder deutlich. Ich würde mal bewegen, so als Schätzung jetzt, damit Sie überhaupt so eine Faustformel etwa haben, so zwischen 150 und 200 oder so in etwa bewegen wir uns so in diesem Rahmen. Aber kann sich tatsächlich noch weiterentwickeln. Man ermittelt immer. Sie müssen sich das auch vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, sondern man befragt die Patienten. Beruflich geht es relativ gut. Die Firma Webasto arbeitet hier sehr, sehr kooperativ mit, hilft mit, wer sitzt in welchem Büro, uns zu sagen, wer war auf welcher Dienstreise, wer ist gemeinsam mit wem irgendwie unterwegs gewesen. Im häuslichen Umfeld wird es dann manchmal schon schwieriger. Einmal, dass Personen bei der ersten Befragung einfach manche andere Kontakte vergessen, dann fällt es ihm wieder ein, sie rufen an, dann muss man dem nachgehen. Dann gibt es auch Kontakte, wo man es nicht genauso zuordnen kann, wie eng war jetzt der Kontakt. Daher, wie gesagt, ist das jetzt mal so eine Hausnummer, die ich Ihnen genannt habe zum jetzigen Zeitpunkt, die wird aber noch höher werden. Also so, dass wir, nachdem die Lufthansa ihre Flüge ja eingestellt hat, momentan in München 10 Flüge pro Woche haben, die wohl aus China kommen. Wenn man die Zahlen mit Frankfurt vergleicht, da sind die um einiges höher. Da hat mein Kollege von 2.000 bis 3.000 pro Tag gesprochen, wenn ich ihn richtig noch im Ohr habe. Also wir haben 10 Flüge pro Woche in München, die landen. Es ist korrekt, das ist ein Thema, das uns schon längere Zeit auch umtreibt. Die ersten Anordnungen sind ja auf Bundesebene gelaufen. Sie wissen dieses, dass eben der Pilot nachfragt, dass eine Karte ausgefüllt werden muss, wo diejenigen sich die nächste Zeit aufhalten, sodass man nachverfolgen kann, wo sie hingehen und dass eben klar ist, wo wer im Flugzeug saß und dass das auch über längere Zeit gespeichert werden muss und dokumentiert werden muss, sodass man dann auch, wenn ein Fall auftreten sollte, man sehr schnell die sozusagen in unmittelbarem Umfeld die Kontaktpersonen ermitteln kann. Das ist das, was der Bund bisher getan hat. Also da ist schon einiges auch auf den Weg gebracht worden. Man darf also nicht sagen, dass man da ist einiges mit diesen drei Elementen auf den Weg gebracht worden. Aber mich persönlich treibt immer noch um ein Stück weit, wie können wir da noch konkreter werden im Hinblick darauf, wer eben zum Beispiel mit Kontakten in die Region Hubei oder aus der Stadt Wuhan war. Weil wenn wir jetzt unsere Patientin Null, wenn ich so nennen darf, also diese chinesische Mitarbeiterin der Firma, da wäre es ja wichtig gewesen, wenn man die Frage gehabt hätte, die kam ja aus Shanghai,
Also wäre erstmal ja nicht durch irgendein Raster in ein Raster gefallen. Aber wenn man sie gefragt hätte, hatten sie in letzter Zeit Kontakt nach Wuhan, hätte sie sicherlich auch angeben können, dass sie eben hier mit ihren Eltern Kontakt gehabt hätte. Und dadurch wäre sie in den Fokus gekommen. Und das ist der Gedanke hinter, der mich da eben umtreibt, dass ich sage, wie wäre es, wenn wir eben hier in den Flugzeugen so eine gewisse Abfrage machen. Klar, es ist eine Selbstauskunft, weil wir müssen uns ja auch ein Stück weit darauf verlassen, was diejenigen dann auch als Auskunft geben. Man kann sicherlich nicht alles immer sofort nachkontrollieren, aber es wäre zumindest ein Indiz und daraufhin könnte man diejenigen in meinen Augen eben dann eine Probe zuführen und entweder sagt man, man ist hier bereit, dann diejenigen länger zu isolieren oder zumindest bis das Ergebnis der Probe da ist. Und in meinen Augen hätte man da wieder etwas mehr an Sicherheit auch gewonnen. Und das war der Vorschlag, den ich auch Richtung Bundes, also mit meinen Kollegen angesprochen habe. Und das wird auch gerade diskutiert, aber es ist eben da noch nicht der Durchbruch gelungen. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir da eine bundeseinheitliche Regelung haben. Weil das, wenn wir jetzt allein in München vorangehen, nützt es uns nichts, weil einfach zu viele auch über die anderen Flughäfen reinkommen. Das wurde anfangs mal kurz diskutiert, wurde aber von den meisten Experten auch verworfen, wenn man das so sagen darf, weil es sehr unspezifisch ist. Deswegen sicherlich dann, wenn jemand im Flugzeug sich unwohl fühlt, ist es sicher notwendig, eine gewisse Diagnostik durchzuführen, aber nicht per se alle. Also wir stehen ja nicht als Landesamt in direkten Kontakt mit China. Das läuft über RKI und über die Europäische Seuchenschutzbehörde. Die WHO ist auch beteiligt. Mir wurde gesagt, ich kann Ihnen also auf offiziellen Kanälen nur die Zahl der Erkrankungsfälle und der Todesfälle in China mitteilen. Und bei meiner Nachfrage bei Bundes- und europäischen Behörden wurde mir gesagt, alles Weitere, die Informationsweitergabe, stellt sich sehr zäh dar. Also wenn Sie mich jetzt nicht darauf festnageln, auf absolut jede einzelne Zahl, das ist aus dem Kopf nicht die Kette. Wir haben 10 Fälle in Bayern. Ja, die Erkrankungsfälle. Und wir haben 2 Fälle, die aus Bayern stammen, die aber, der eine ist mit der Maschine aus Wuhan, das ist ja neu, zurückgekommen und ist jetzt in Frankfurt in der Klinik, ein positiver Fall im Rahmen der Rückholaktion aus Wuhan. Und wir haben diesen spanischen Fall, wo wir eine Kontaktperson ermittelt hatten. Wir haben dann die Informationen an die spanischen Behörden weitergegeben. Er befand sich dort im Urlaub mit Freunden und einer der Freunde ist dann in Spanien positiv getestet worden. Wir haben im ganz wesentlichen Teil direkte Kontakte, 7 oder 8 Kontakte direkt mit der Chinesin, von den Personen in Bayern, die jetzt erkrankt sind. Die beiden Kinder haben sich ganz definitiv über die Eltern oder den Vater angesteckt. Der Patient in Spanien hat sich nach meinem Kenntnisstand auch über einen anderen, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob der direkt, das müsste man nochmal abklären. Und der andere Patient in Frankfurt natürlich gar nicht mit Bayern. Also die weit überwiegende Zahl der Personen hatte bisher direkten Kontakt mit der Chinesin. Also wir haben aktuell 10 Corona-positiv getestete Personen in Bayern. Von denen handelt es sich um 8, die in engerem Kontakt zu der chinesischen Mitarbeiterin der Firma aus dem Stammberg stammen und 2 Kinder, die wiederum Kinder eines Mitarbeiters sind. Also bisher alle 10 Personen in engerem Kontakt sozusagen zu der Firma in Starnberg. Und zum anderen muss man dazu sagen, von der Erwartung her ist jeder neue bestätigte Fall, zieht natürlich wieder Kreise.
Wir müssen wieder in der Firma nachfragen, gibt es noch weitere Kontaktpersonen, die bisher nicht im Fokus waren, und gleichzeitig das familiäre Umfeld natürlich genau unter die Lupe nehmen. Wo war derjenige die letzten Tage, mit wem hatte er enger Kontakt, wer muss da auch noch untersucht werden? Also sprich, jeder bestätigte Fall führt dazu, dass wir nochmal neue Kontaktpersonen ermitteln und dann eben auch hier wieder versuchen, es möglichst dann genau zu gucken, wer betroffen sein könnte. Also im Grunde genommen sind wir übers RKI, die ja auch nochmal übers Robert-Koch-Institut, dort wird ja die Lage auch immer wieder besprochen. Da werden natürlich die Daten, die wir jetzt hier in Bayern erheben, mit den Daten, die jetzt in die Daten, die hier in Bayern erhoben werden, werden übers RKI natürlich auch verglichen mit den Daten, die in Frankfurt erhoben werden können, und dass man hier dann auch immer wieder bespricht sich, was habt ihr, wie geht es den Patienten, das ist klar, aber das läuft vor allem dann übers RKI ab. Also nur auf Gutwill nicht, sondern die bekommen einen Bescheid des Gesundheitsamtes mit Anweisung, häuslich isoliert zu bleiben und die Wohnung nicht zu verlassen. Das ist eine ganz klare Anordnung. Ja, ja. Das Risiko ist sicherlich gegeben. Bei einer Selbstauskunft ist das immer da. Aber wir hätten zumindest die Chance. Und ich glaube schon auch die, wir wissen von dem Fall ja auch deshalb, weil eben die erkrankte Chinesin in der Firma Bescheid gesagt hat. Also von daher ist da, glaube ich, schon auch durchaus ein verantwortungsvoller Umgang sichtbar. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein Fall, wie wäre es bei anderen? Das kann man sicherlich nicht grundsätzlich sagen, aber es wäre zumindest die Chance und die Möglichkeit. Und die Frage wäre ja auch, wie lange würde man diejenigen isolieren? Würde man vielleicht eben nur abwarten, bis der Test da ist, oder würde man gleich auf 14 Tage Isolation gehen? Das sind ja zwei Möglichkeiten, die jetzt auch diskutiert werden. Und Sie hatten gefragt nach der Ansteckung. Wir wissen, haben die Info am 27. Januar bekommen, dass die Chinesin eben mit Coronavirus infiziert ist, und die Ansteckung hat wahrscheinlich am 21. Januar stattgefunden mit unserem ersten Indexpatienten. Und ich habe mich kürzlich auch nochmal erkundigt, wie es der Chinesin jetzt geht. Ihr und ihrer Mutter, die sind wohl beide recht stabil, aber ihrem Vater geht es nach wie vor wohl schlecht, der allerdings eine Vorerkrankung hat und schon höheren Alters ist. Also nach unserem Kenntnisstand hat sie sich erst testen lassen, als sie wieder zurück war in China, dass sie sich aber auf dem Rückflug schon sehr starke Krankheitssymptome hatte. Und für uns war ja immer die Frage, hat sie hier schon Symptome gehabt, ja oder nein? Und da war ja zuerst die erste Aussage gewesen, ja, eigentlich nein. Aber wir haben da noch mal ein bisschen genauer nachfragen lassen, was ja gar nicht so einfach ist, dann immer Kontakt aufzunehmen. Da kann der Dr. Zapf noch besser berichten. Und sie hatte wohl schon leichte Symptomatik und hat es auf den Jetlag zurückgeführt, was man durchaus in meinen Augen nachvollziehen kann, wo man aber in der Rückschau vielleicht dann doch überlegen kann, vielleicht waren das schon die ersten Symptomatik, die da gewesen ist. Aber vielleicht kann es der Dr. Zapf noch mal auf. Ja, aber nur ganz kurz dann als Ergänzung. Also wir haben mit der Chinesin zweimal mittlerweile telefoniert, gemeinsam mit dem RKI. Das war in dem Fall möglich, weil uns die Firma Webasto unterstützt hat, mit der Patientin überhaupt Kontakt aufzunehmen. Ich vermute, in anderen Fällen wäre das so nicht möglich gewesen, aber in dem Fall war es möglich und wir haben es wahrgenommen. Beim zweiten Gespräch war auch eine Person dabei, eine Chinesin bei uns, beim RKI, die dort beschäftigt ist, sodass wir uns besser dann verständigen konnten über die Kollegin Mundart, in ihrer Mundart. Also sie hat uns nochmal versichert, dass sie, so wie es die Ministerin genau gesagt hat, dass sie eine schwerere Infektsymptomatik erst am Heimflug verspürt hat, dass sie vorher so Prodromalstadien, würde ich sagen, so allgemeine Müdigkeit, Erschöpfung, sie hat es eigentlich auf den Jetlag zurückgeführt, verspürt hat und ist erst in China dann zum Arzt gegangen und diagnostiziert worden. Wir halten das auch für glaubhaft. Das entspricht auch den Auskünften, die wir von Kollegen, die bei diesen Schulungen dabei waren, die haben sie auch als gesund empfunden.
Also ich habe die Zahl hier, ich habe das auch in den Nachrichten gehört oder gelesen, so wie Sie wahrscheinlich alle. In der Regel handelt es sich bei solchen Prognosen um mathematische Modellierungen. Man schaut sich an, wie lange erkrankt man, wie lange ist man ansteckungsfähig, wie viel infiziert man neue. Das ist unterschiedlich. Es gibt Viren oder überhaupt Erregerkeime. Da infizieren sich viele Kontaktpersonen. Es gibt andere Erkrankungen, da infizieren sich wenige. Wie ist das Krankheitsverlauf? Also zum Beispiel, wenn ein Kind mit Masern erkrankt und es würde in ein Klassenzimmer gehen und es sind alle Kinder nicht geimpft oder alle ungeimpft, da wäre praktisch die ganze Klasse wäre angesteckt. Während es andere Erkrankungen gibt, wo eine Ansteckung viel langsamer erst erfolgt, wenn der Kontakt viel stärker war und man länger zusammen war. Also das ist unterschiedlich. Und ich vermute jetzt mal, also ich habe es heute früh gelesen, nur ein bisschen, ich vermute, dass das auch so Modellierungen sind, wo einfach, die wir aber so nach unserem Kenntnisstand, denke ich, noch gar nicht machen können, weil wir Gott sei Dank zu wenig Erkrankungsfälle haben, um das bewerten zu können. Also ich habe keine Prognose. Ich weiß es noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Üblich wäre, ich kann Ihnen nur so Vergleiche sagen, SARS oder so, damit Sie auch so, üblich wäre, nach Symptombeginn, oder es könnte einen 2 Wochen danach in etwa. Jetzt kommen aber noch Schwierigkeiten. Das ist auch das, Entschuldigung, dass ich es jetzt das dritte Mal sage, ist das keine banale Frage. Wir machen einen PCR-Test, einen molekularbiologischen Test, alle machen den, so, wo wir, wenn wir Ihnen sagen, wir haben einen positiv bestätigten Fall, dann haben wir das Genom dieses Virus im Trachealsekret, im Sputum gefunden. Das Genom an und für sich, der Nachweis, ist noch nicht ansteckungsfähig. Ansteckungsfähig ist, wenn es sich um ein lebendiges Virus handelt, das sich weiter vermehren kann. Und da fehlen uns noch die Informationen. Deswegen, also ich weiß, das Nationale Referenzzentrum sitzt da dran, um Viren anzuzüchten, damit wir das auch besser bewerten können. Aber so ein bisschen als Faustformel, ja, 2 Wochen in der Hoffnung, dass das dann eintritt, was ich Ihnen sage. Absolut. Zumindest keine offiziellen, sondern halt so Fachmeinungen. Aber zumindest mir liegen sie nicht vor. Ich kann immer nicht, ich bin auch ein bisschen von Lebensmittelkrisen geprägt, deswegen hält man sie immer sehr vorsichtig. Mir liegen sie nicht vor. Und auf offiziellen Kanälen haben wir bisher dazu auch nichts bekommen. Habe ich den Begriff Virusträger vorhin richtig verwendet? Oder müsste man sagen, Sie sind mit noch Positiven getestet? Ja, selbst das wissen wir nicht genau. Also sie sind also ganz klar positiv getestet mit Genom, aber ob sie jetzt noch übertragungsfähig sind, ob es sich um lebende, lebendige Viren handelt, wissen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz sicher. Das untersucht man ja dann in normalen Fällen bei einer Influenza, braucht man das gar nicht mehr untersuchen, weil man ja die Zeiten kennt und sagt, da hältst du dich so lange fern oder bleibst im Bett liegen und dann kannst du wieder raus und dann wissen wir, dass du nicht mehr ansteckungsfähig bist und das fehlt uns halt. Ja, also ich denke, nach meinem Kenntnisstand werden die doch weiterhin regelmäßig untersucht, weil das auch für uns ganz wichtig ist und interessiert ist. Natürlich, wenn wir gar kein Genom mehr finden, ist das schon auch ein hartes Kriterium. Ich wollte so ein bisschen Ihnen die Problematik insgesamt sagen, dass wir von medizinischer Seite mit sicherer Stimme sagen können, bleiben Sie so lange fern und dann können Sie wieder nach draußen gehen und dann können Sie niemanden anstecken. Ich wollte Ihnen so die Problematik. Aber jetzt als Parameter ist natürlich, finden wir, ist der PCR-Test positiv, ist jetzt schon ein ganz relevantes, wichtiges Kriterium. Schon allein, wenn wir wissen, wie lang ist der eigentlich positiv, wie lang finden wir so ein Genom, wie lang im Sputum, ist das also doch eine wichtige Erkenntnisquelle. Also uns wird zumindest geschildert, dass gerade die Schwagewinger Patienten natürlich die Frage, wann dürfen wir wieder nach Hause, vor allem denjenigen, denen es ja vom Körperlichen her gut geht, durchaus häufiger stellen. Deswegen beschäftigen wir uns ja auch sehr intensiv, wie können wir das
beantworten. Und zwar so, dass wir eben einerseits, man hat ja nicht umsonst jemanden ins Krankenhaus, damit man eben hier auch weiß und ein Stück weit isoliert, dass wir eben nicht zu früh wieder jemanden nach draußen lassen, damit die Kette da unterbrochen ist, aber gleichzeitig natürlich auch nicht zu lange ihn fernhält von seinen Familie, sozialen Kontakten und so weiter. Deswegen beschäftigt uns das sehr intensiv. Also dort wird das, soweit ich höre, öfter gefragt. Es muss unter, wir zwei haben ja mit keinem dieser Patienten gesprochen. Wir sind immer nur auf Informationen Dritter angewiesen. Es ist so, das muss sich unterschiedlich gestalten. Es gibt wohl doch relativ junge, stabile Männer, die das ganz gut wegstecken und eher ein bisschen lächeln und sagen, ach, was macht ihr mit mir, aber ich bleib doch gesund und werde so gehen. Für andere muss es schon eine größere Belastung, auch für die Familie, auch sicherlich, wenn man fragt, stecken sich die Kinder an, da ist sicherlich die Belastung höher.